Letzterem meine ich jetzt das gemeinsame Nominierungsdossier dieser fünf deutschen Gebiete. Also gegen unsere Bewerbung richtete, im Gegenteil, die war eigentlich fachlich und inhaltlich, wurde die sehr gelobt und für gut befunden. Aber es wurde kritisiert, dass man sich doch gleich viel mehr Mühe, ja, da Achim hat das Nominierungsdossier noch dabei, vielmehr wurde aber kritisiert, dass man sich ja eigentlich doch gleich mehr Mühe geben hätte können und auch die anderen in Europa vorhandenen wertvollen Buchenbestände auch gleich mit einbeziehen hätte können. Ja, und das hätte aber nach Ansicht der IUCN eben erst geschehen sollen und dann hätten wir mit einem neuen Antrag wiederkommen dürfen, vielleicht unserer Anerkennung zu verfolgen sei. Und das ist ja dann auch so gekommen, wie wir wissen. Und mittlerweile hat sich das Welterbe Buchenwälder zur umfassendsten seriellen Welterbestätte überhaupt ausgewachsen. Mittlerweile, wie viel sind es jetzt, Karin? 75 Teilgebiete in 78 Teilgebiete in 12 Nationen. Das ist natürlich schon ein Ding, ne? Das muss man ja sagen. Das ist wirklich, also ohne Beispiel. Ja, eine wirklich sehr wunderbare Geschichte und zu deren Wirkung Staatssekretär Konstant auch noch ein paar Worte sagen wird und die in den Grußworten dann sicher auch aufgegriffen wird. Meine Aufgabe ist es aber heute eigentlich, Sie durch diesen kleinen Festakt zu führen und Sie natürlich offiziell zu begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer ziemlich kurzfristigen Einladung gefolgt sind. Kurzfristig deshalb, weil unter den gegebenen Bedingungen das Planen immer noch eine Herausforderung ist. Ja, und natürlich will man dann auch nicht zurückrudern müssen. Das heißt, man startet eigentlich im Prinzip mit den Einladungen erst dann, wenn man sich sicher sein kann, dass es auch tatsächlich funktioniert. Aber der Nachteil der kurzfristigen Einladung ist natürlich auch, dass manche Menschen, die wir gerne hier gehabt hätten, schon vergeben waren. Aber Sie sind ja nun hier und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Übers Lauschen und Hören ist so viel über die Natur zu lernen und zu erfahren. Und das war unser Anliegen. Und deswegen waren wir in den 16 Nationalparks mit coolen Mikrofonen viel aufgenommen, was nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen und auch Landschaften für Geräusche machen. Und haben das dann in zwei Formate gepackt. Einmal ins Vielklangkonzert, was Sie heute Abend hören können. Für jeden Nationalpark hat nämlich der Frank, er ist eigentlich der Musiker, gell? Ein Musikstück komponiert. Und zum Zweiten gibt es auch einen Naturklangparcours. Das ist eine Art Umweltbildungsmaßnahme, wo die Klänge der Natur von uns Menschen aufgegriffen und umgesetzt werden. Sie haben hier gesammelt viele Stunden Originalklänge aus dem Nationalpark Kellerwald-Edersee für Homepage, Bildungsveranstaltungen, whatever. Freuen Sie sich an den Klängen und vielen Dank, dass Sie sich auf dieses unkonventionelle Projekt eingelassen haben. Danke. Gerne, machen wir gerne. Ja, also ganz vielen Dank. Anstoßen. Wir feiern ja heute. Wir feiern was ganz Großes. Leider in kleiner Runde, aber ich muss erst mal sagen, ich freue mich total, alle einfach mal wieder persönlich zu sehen. Es ist wirklich ein Genuss. Ich habe schon hier Bürgermeister schon gesagt, meine Güte, wie lange ist das her, dass wir uns mal alle wieder persönlich getroffen haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es heute geklappt hat und dass wir uns heute treffen können. Ja, wir feiern ein großes Jubiläum. Ich fange mal anders an. Hessen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Am 1. Dezember, an unserem Verfassungstag, feiern wir 75 Jahre Hessen. Und Hessen ist ja ein bisschen ein
willkürliches Gebilde. Wem sage ich das in Waldeck? Also alle Bewohner des Fürstentums werden wissen, dass sozusagen Hessen eigentlich ein Kunstgebilde ist und wir uns immer ein bisschen schwer tun mit der hessischen Identität und fragen uns natürlich immer wieder, was verbindet uns als Hessen? Und tatsächlich ist es so, in keinem anderen Bundesland, das wage ich mich jetzt mal zu behaupten, in keinem anderen Bundesland ist der Weg zum nächsten Wald so nah wie in Hessen, weil wir eben das waldreichste Bundesland sind in dieser Republik. Insofern, der Wald ist sicherlich was, was für die hessische Identität extrem wichtig ist. Und ein zweites, was uns alle verbindet, beziehungsweise was zur hessischen Identität geworden ist, ist die tiefe Verankerung in Europa. Wir haben die bedeutenden europäischen Institutionen in Frankfurt mit der Landeszentralbank und wir übernehmen auch Verantwortung für Europa. Und ich glaube, wir haben es in unserer Geschichte auch bewiesen, dass wir ein besonderes weltoffenes Land sind mit dem großen Flughafen in Frankfurt und vielen anderen Einrichtungen, aber eben auch mit einer Erfahrung von vielen Völkerwanderungen, die irgendwann mal über Hessen hinweggezogen sind. Insofern ist das Stück hessische Identität, was man irgendwie rauskristallisieren kann, schon eine enge Beziehung zum Wald und auf der anderen Seite eine tiefe Verwurzelung in Europa. Wenn der Jürgen Frömmrich jetzt da gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir liegen im Herzen von Europa, damit er nochmal seine Eintrachtseele gestreichelt ist. Jetzt ist er leider nicht hier, kann ich das nicht machen, aber sozusagen das ist so ein bisschen, was ich als hessische Identität begreifen würde. Und da ist sozusagen ist dieses Fleckchen im Kellerwald, das Weltnaturerbe, sowas wie das Sinnbild für diese hessische Identität. Insofern ist es so eine große Freude und Anerkennung, dass wir hier diese Auszeichnung erhalten haben, dass wir deutlich machen konnten, dass wir Verantwortung übernehmen für dieses europäische Naturerbe mit den Rotbuchen, für die wir eine besondere Verantwortung tragen. Und dass wir das gleichzeitig im Verbund mit jetzt 12 europäischen Nationen tun, das tut einfach gut, weil das zeigt so ein bisschen, hier ist sozusagen unter dem Brennglas all das Gute, was Hessen ausmacht, in dem Weltnaturerbe Teil des Kellerwaldes zu finden. Und Ihnen praktisch hier bei dieser tollen Kulisse danken, dass Sie zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Ich muss sagen, an den Kollegen Waldeck, der Ausblick von hier zur Sperrmauer ist genauso gut wie von der Sperrmauer zum Schloss. Das eine ohne das andere wäre es nur halb. Und ich muss sagen, da greife ich mal die Worte auch von dem Herrn Konz auf, dass mit den Buchen allgemein, also nicht nur das Welterbe, sondern die Buchen, die sind uns sehr am Herzen und wenn man diese Kulisse so sieht, ohne die entsprechenden Wälder wäre es auch nicht das, was wir uns wünschen, was wir akzeptieren können. Ja, 10 Jahre Welterbe, UNESCO-Welterbe, alte Buchenwälder der Karpaten, das ist schon ein imposanter Titel. Ist auch ganz wichtig, dass wir das noch junge Jubiläum hier auch mit einer kleinen Feierstunde gestalten, da gilt es doch aufmerksam zu machen, weil in vielen Köpfen ist das gar nicht so richtig angekommen. Nationalpark, das ist ein Thema, was hier in der Region natürlich seit vielen Jahren eine ganz besondere Rolle spielt. Der Herr Frede weiß das besser wie alle anderen. Das ist bei jedem im Begriff und gerade jetzt auch war noch mal Thema im Zuge der Erweiterung der Nationalparkfläche, was, glaube ich, im guten Miteinander mit allen Beteiligten, auch wenn ich die Gesichter hier so sehe, gelingen konnte. Ich glaube, ein paar Jahre vorher war das weniger vorstellbar, dass das so bald und so glatt über die Bühne geht. Wir freuen uns hier auf jeden Fall sehr, dass wir, ja, der Bauer hat gesagt, nahestehende Kommunen, das hat sich wirklich gut entwickelt. Es gab natürlich am Anfang Vorbehalte. Es war ja auch nicht eine einhellige Zustimmung in der Region. Das ist kein Geheimnis. Aber letztendlich hat sich das gut entwickelt, das Miteinander. Wir arbeiten in vielen Bereichen vertrauensvoll zusammen. Gerade was den touristischen Bereich angeht, da ist die Frau Säuring mit dem Zweckverband Kellerwald-Edersee, mit den Kommunen, mit den Touristikern unterwegs. Wir haben das Fazil Natur beworben, ist auch ein großes Projekt, Frau Säuring federführend. Das hätten wir alleine nie angepackt oder durchbekommen. Wir sind jetzt bei dem Qualitätswandern. Das ist auch ein ganz großes Projekt, was natürlich thematisch hier mit dem Nationalpark eng zusammenhängt. Also gibt es viele Ansatzpunkte, wo sich das positiv entwickelt und ich bin da auch optimistisch, dass das so weitergeht. Auch wenn unser geschätzter Herr Bauer, kann ich ja auch verraten, in wenigen Tagen in den Ruhestand geht, da hoffen wir doch, dass er uns nicht ganz verloren geht und dass die Nachfolge sorgfältig gewählt wird, dass da kein Bruch entsteht. Ja,
Welterbe, das ist ein großer Titel. Ich denke, das ist wirklich imageprägend. Das muss man schon sagen, über 12 Länder, wir haben es gehört, 12 Länder, alte Buchen der Karpaten. Und hier ist ein Herzstück in unseren Kommunen mit 1500 Hektar. Das ist schon mal was ganz Besonderes. Das ist ein Fund, mit dem man zusätzlich wuchern kann und wuchern sollte. Das ist schön, ich bin aber jetzt auch ein 68er. Und da denkt man dann auch schon mal ans Aufhören. Wir sind ja nicht so ganz weit auseinander. Ja, meine Damen, meine Herren, sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir haben uns letztes Mal gesehen beim viel interessanteren Thema oder fast so interessanten Thema, nur mit 4 Füßen. Wir haben uns nämlich mal das Thema Wolf in Hessen unterhalten, wir beiden, und über Möglichkeiten, wie man da eine Lösung schaffen kann. War ein sehr interessanter Termin und wir stehen nach wie vor Gewehr bei Fuß da. Bedanke mich recht herzlich für die Einladung, bin sehr gerne gekommen. Kann Ihnen sagen, dass ich, glaube ich, so einer der Menschen der ersten Stunde mit war. Allerdings war ich da sehr jung. Und das ist so jetzt 30, 35 Jahre her. Ich kann mich noch immer gut erinnern, wo damals eine agrarstrukturelle Vorplanung lief. Das war so die Vorgeschichte, vor allem Herr May, Sie wissen das, glaube ich, auch noch. Da war ein Professor Hampicke aus Marburg, der so die ersten Feinschliffe versucht hat rüberzubringen mit viel Kritik, mit viel Zerwürfnissen innerhalb der Region. Wir alle wissen das, es gab dann auch mal den Spruch, und da schließe ich mich nicht aus, vom Saulus zum Paulus. Ich war also auch mal im Verein Gegner des Nationalparks, sage ich ganz ehrlich, und wie das so ist, wenn man merkt, dass man A sagt, muss man lange nicht B sagen, wenn man merkt, dass B vielleicht nicht richtig ist. Und ich bin dann eben auch umgeschwenkt und habe, das sage ich auch ganz ehrlich, als Vertreter der Region, natürlich des Landkreises Waldeck-Frankenberg stehe ich an erster Stelle hier, aber bin ja auch noch ein bisschen Unternehmer. Wir haben einen Freizeitpark und ich habe auch noch einen kleinen Verein, der noch Schweine im Wald hält. Und da kann ich nur sagen, profitieren wir von diesen Einrichtungen natürlich, weil das ungefähr dasselbe Klientel ist, was in die Region kommt und uns besucht. Und wir haben vorhin das Wort sanfter Tourismus gehört. Glaubt mal, das ist die Zukunft. Wir haben Ballermann-Regionen in Hessen, in Deutschland, überall. Die brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch andere Regionen. Es gibt auch Menschen, die anders denken und was anders wollen.